Hi, ich grüße dich ganz, ganz herzlich zum heutigen Video. Ich möchte heute mit dir über Werte sprechen. Wir Menschen haben ja alle unterschiedliche Werte. Die einen ähneln sich, die anderen eher weniger. Doch woher kommen diese Werte? Werte sind tatsächlich Dinge, die uns in der Kindheit auch vielleicht geprägt wurden, vorgelebt wurden, die wir in unserer Weltanschauung, in unseren Überzeugungen als richtig, wahr und gut empfunden haben. Jetzt läuft es natürlich nicht immer ganz bewusst ab und es verankern sich in unserem Glaubenssystem manchmal Werte, die vielleicht für unser Leben nicht ganz zuträglich sind. Werte sind immer so, also du kannst deine Werte erkennen an Überzeugungen, die du in dir trägst. Deine Werte prägen natürlich dein gesamtes Leben, denn es ist so, dass diese Werte eigentlich einen Rahmen für dein Leben, dein Handeln, dein Denken und dein Fühlen ausrichten. Deine Werte zeigen sich oft in deinen Glaubenssätzen. Ja? Also jetzt sagen wir mal, du hast die Überzeugung, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nehmen wir das mal als Beispiel, das haben sehr viele Menschen, glaube ich. Hier ist natürlich die Überzeugung und das Weltbild dahinter, die Welt ist gefährlich. Andere Menschen, denen zu vertrauen, das ist gefährlich, weil da kann ich verletzt werden beispielsweise. Das kann zum einen von deinen Eltern, nahestehenden Personen geprägt worden sein und weitergegeben worden sein, kann aber auch daher rühren, dass du vielleicht unschöne Erfahrungen gemacht hast mit anderen Menschen, in denen dein Vertrauen zum Beispiel missbraucht wurde. Jetzt könnte hier tatsächlich ein Beispiel als Wert sozusagen dahinter stehen, ich muss mich schützen. Also es ist wichtig, Schutz ist wichtig, Sicherheit ist wichtig. Das wäre dann der passende Wert sozusagen, der hinter diesem Glaubenssatz, hinter dieser Überzeugung und Prägung schlussendlich steht. Jetzt richtest du dein Leben natürlich genau so aus. Und wenn ich diese Überzeugung oder diesen Wert in mir trage, Sicherheit ist ganz wichtig, ich muss mich schützen, dann bist du tatsächlich auch etwas sehr eingeschränkt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich möchte dir heute gerne die Möglichkeit geben, mal zu schauen, ob du deine Werte nicht vielleicht auf eine höhere Wahrheit ausrichten möchtest, und zwar auf deine, nenn's Seelenwahrheit oder Herzenswahrheit. Und das Schöne an Werten, Überzeugungen, Glaubenssätzen, Prägungen ist ja, dass wir sie verändern können. Also wenn wir erwachsen sind und uns bewusst werden, dann können wir das tatsächlich verändern und wir können unser Leben danach ausrichten, wie wir es für richtig und gut empfinden, was uns dient und förderlich ist. Hier ist in meinen Augen immer, also das sage ich meinen Klienten ganz oft, ist immer so dieser Punkt, was möchtest du denn? Möchtest du glücklich sein? Dann tatsächlich auch zu schauen, okay, meine Werte auf glücklich sein sozusagen auszurichten. Und um dir hier mal ein bisschen Anhaltspunkte zu geben und für dich einfach mal reinzuschnuppern, ob das vielleicht passende Werte wären für dich, möchte ich heute gerne über meine 8 wichtigsten Werte sprechen. Der erste und wichtigste Wert für mich persönlich, für mein Leben, für meine Entfaltung, für meinen Seelenauftrag, wenn du so willst, ist tatsächlich die Authentizität. Authentizität ist für mich sehr wichtig, weil dadurch kann ich tatsächlich, also bin ich frei. Ich bin frei, ich zu sein, ganz gleich, ob das jemandem passt oder nicht. Das zeigt sich in so Kleinigkeiten wie zum Beispiel in diesen Videos. Ich
mach mir hier keine Stichpunkte vorneweg. Bei mir kommt es sehr, sehr spontan. Ich habe eine Idee und dann spreche ich einfach drauf los, weil das ist tatsächlich für mich auch diese Wahrhaftigkeit. Dann bin ich am wahrhaftigsten und es ist nicht so einstudiert. Oder anderes Beispiel in diesen Videos, um dabei zu bleiben, ich bin in den seltensten Fällen geschminkt. Wenn ich geschminkt bin, dann tatsächlich die Wimperntusche und das war's. Also mir geht es da dann auch darum, ich möchte dir ja dich in der Seele und in deinem Herzen berühren, dich in deinem Wachstum und in deinem Bewusstsein dehnen und nicht ein Püppchen sein, das du gerne anschaust, weil es so hübsch ist. Also versteh mich bitte richtig, denn Schönheit kommt tatsächlich in meinen Augen von innen und ich empfinde mich als sehr schön. Natürlich ist das Geschmackssache. Gar keine Frage. Und ich bin auch vollkommen fein damit, wenn ich dir jetzt optisch nicht gefalle. Wenn ich dich allerdings berühren kann, dann wäre es sehr schön, wenn du dein Herz öffnest und das nicht von irgendwelchen, naja, Masken oder sonstigen abhängig machst. Ja? Gut, das ist mal so der erste wichtige Punkt, also prüf hier mal für dich nach. Authentizität hat hier einen ganz, ganz großen Einfluss tatsächlich und prüf einfach mal für dich nach, ob das ein Wert wäre, der auch für dich gelten kann. Was halt bei der Authentizität auch Fakt ist, in dem Moment bist du kongruent. Das heißt, wenn du authentisch bist, dann denkst, fühlst und handelst du und sprichst auch und glaubst auch nach einem Muster sozusagen. Also dann ist es kongruent, dann passt es überein. Ja? Und nicht dieses, naja, ich denke mal das eine und glauben tue ich aber ganz was anderes und fühlen tue ich nochmal was anderes und meine Handlung ist dann irgend so eine merkwürdige, zerrissene, Handlung im Endeffekt, die vielleicht auch nicht unbedingt ziel- oder sinnführend ist. Ja? Die Authentizität bringt dich, wie gesagt, in die Freiheit, denn dann brauchst du dich nicht verstellen, du musst keine Maske tragen, du musst keine Rolle spielen. Heißt nicht, dass ich auch nicht in andere Rollen schlüpfen kann, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung, das ist dann meine Wahl und die ist trotzdem authentisch. Ja? Also spür hier mal nach, Authentizität ist zum Beispiel ein Wert, nach dem du dich ausrichten könntest, um glücklicher zu werden und freier zu werden. Mein zweiter ganz wichtiger Wert in meinem Leben ist die Kommunikation. Ich bin Zwilling vom Sternzeichen und ich rede sehr gerne und auch viel. Und kann aber genauso auch schweigen und zuhören, denn das gehört in meinen Augen zur Kommunikation dazu. Kommunikation findet ja nicht nur verbal statt, sondern tatsächlich durch Mimik, Gestik, Körpersprache, aber auch auf einer feinstofflichen Ebene. Also die Kommunikation auch tatsächlich über Emotionen, über Gedanken, aber auch diese Kommunikation mit einem Selbst ist in meinen Augen eigentlich ein A und O. Also das ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt für ein glückliches Leben, wenn du tatsächlich deine Kommunikation auf eine liebevolle ausrichtest, dann gehst du auch ganz anders mit dir selber um und du gehst auch ganz anders mit deinen Mitmenschen um. Also wenn wir jetzt kurz zu diesem Zuhören kommen, wenn du einem Menschen wirklich zuhörst, dann entsteht eine Verbindung, wo oft manchmal noch nicht mal mehr Worte nötig sind. Und auf der anderen Seite verstehst du dein Gegenüber. Du hast tatsächlich viel mehr Verständnis. Du kannst dich hier empathisch mit einbringen und kannst nachvollziehen, warum vielleicht irgendwelche Handlungen zu dem geführt haben, was er getan hat oder warum er bestimmte Aussagen trifft oder warum er sich bestimmte Emotionen zum Beispiel zeigt, beziehungsweise warum er sich vielleicht verletzt fühlt oder warum er das eine als Motivation empfindet. Also hier, du erfährst tatsächlich innerhalb einer Kommunikation, also auch durch gerade durch Zuhören, erfährst du sehr, sehr viel von deinem Gegenüber.
Und du kannst es auch nicht nur in diesem Gegenüber und andere Menschen anwenden, sondern tatsächlich in Bezug auf dich selbst. Also das heißt, wenn du dir selber mal zuhörst, in die Stille gehst und auch mit dir kommunizierst, ja, also ich wurde schon oft belächelt, weil ich Selbstgespräche führe. Für mich ist das aber ganz, ganz wichtig, weil in diesen, also ich kommuniziere tatsächlich oft auch mit mir selbst laut. Also nicht nur in Gedanken, sondern wirklich führe Selbstgespräche auch so, dass es andere hören können. Weil dadurch werde ich mir noch bewusster. Ich verstehe ganz vieles, was in meinen Gedanken abläuft. Also das hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Und hier stärkst du auch deine Beziehung zu dir selbst. Also die Kommunikation mit dir, mit deinem Körper, mit dir selbst ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um ein glücklicheres und freieres Leben zu führen. Gut, du merkst, ich könnte Stunden über diese Werte sprechen, aber ich möchte gerne die 8 Werte durchgehen mit dir. Mein dritter ganz wichtiger Wert ist die Liebe. Und hier meine ich keine träumerische Verliebtheit, sondern wirklich die wahre, echte Liebe. Und ich meine jetzt auch nicht diese immer nur bedingungslos lieben. Jein. Wenn du so willst, okay, aber es geht nicht darum, dass ich sage, okay, auch wenn du mir ganz oft wehtust, ich liebe dich immer noch. Darum geht's nicht. Also wahre Liebe ist in meinen Augen auch tatsächlich mal ein Nein. Ja, weil ein Nein zu einem anderen kann ein Ja zu dir selbst sein. Und also das ist wirklich so, diese Liebe auf eine übergeordnete Ebene auch anzuheben. Natürlich diese zwischenmenschliche Liebe, aber auch diese Selbstliebe und somit auch die Allliebe. Also alles irgendwo ein Stück weit zu lieben und das heißt für mich auch zu erkennen, ich bin auch du. Und du spiegelst mir eigentlich nur mein Innenleben, wenn du so willst. Und schon allein dafür bin ich dir dankbar und liebe dich. Wo wir schon beim vierten Wert wären, die Dankbarkeit. Ja? Die Dankbarkeit ist so ein ganz wichtiger Motor und Schlüssel, auch um hier Frieden für dich selber zu finden. Ja? Also wenn du hier diese Dankbarkeit auch in dir spürst, egal was geschieht, also tatsächlich auch mal für negative Dinge, genauso eben diese Liebe dir selbst gegenüber, auch für die Schattenanteile, auch für das, was vielleicht nicht so fein ist, dich trotzdem zu lieben, das trotzdem anzunehmen, denn es ist ein Teil von dir und es gehört zu diesem Lernweg dazu. Also du merkst hier, die Kombination von Liebe und Dankbarkeit ist sehr stark miteinander verbunden und ja, also das sind zwei ganz wichtige Werte für mich, die dich wirklich, also die mich auch sehr stark in die Eigenliebe gebracht haben, die mich auch sehr stark befreit haben und mich auch immer wieder neu motivieren, pushen und mir tatsächlich dieses Gute, diese Fülle aus dem Leben tatsächlich auch sichtbar machen. Ja? Gut, der fünfte Wert für mich, ganz wichtig, ist die Freude. Freude ist tatsächlich etwas, was dein Energiesystem öffnet, was ganz vieles ganz leicht durchfließen lässt, was dich in die Leichtigkeit, wie gesagt, auch bringt. Und mit Freude geht alles leichter. Die Freude ist auch etwas, die wirklich eine Energie ist, die Angst und Schmerz ganz schnell aufschwingen kann. Und die Freude ist wirklich eine Energie und ein Wert für mich, der ganz, ganz wichtig ist, einen ganz hohen Stellenwert hat. Denn ohne Freude wäre für mich das Leben nicht so lebenswert, wie es ist. Also das ist auch tatsächlich sowas, was mich sehr stark motiviert. Ja? Und was mich andersrum auch, was mir hilft, auch mal über etwas hinwegzusehen oder es leichter zu nehmen. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Beziehungen Probleme hat und vielleicht Streitigkeiten hat und sich vielleicht an irgendwas aufhängt, was weiß ich, die Socken liegen jetzt mal wieder rum,
Ja, aber um was geht's? Also das ist so diese Frage, die ich mir dann stelle. Um was geht's denn? Um die Freude. Ist das jetzt wirklich so wichtig, ob der Socke da liegt oder nicht? Oder die Socke da liegt oder nicht? Ich glaube nicht. Also wenn ich mein, also da kommt es halt tatsächlich auf deine Werte an. Weil wenn dir Freude ein wichtiger Wert ist, dann ist die Socke nicht wichtig. Wenn dir aber jetzt, was weiß ich, zum Beispiel Struktur oder Kontrolle oder wichtig ist, dann wird dieser Socken vielleicht sogar zur Scheidung führen können. Also die vogelwildesten Sachen sind da schon geschehen. Aufgrund von tatsächlich deinen Werten, oder was heißt deinen, aufgrund von Werten und wie man die Welt eben wahrnimmt und sieht und nach was man sie ausrichtet. Gut, der sechste Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist die Empathie. Das ist tatsächlich auch nicht nur ein Wert bei mir, sondern eine sehr, sehr starke Fähigkeit, die ich seit Kindheit an sehr stark trainiert habe. Ganz unbewusst, also ich musste lernen, damit umzugehen. Für mich ist Empathie etwas, also es birgt Herausforderungen, gar keine Frage, weil du immer wieder, wenn du empathisch bist, tatsächlich auch lernen darfst, dich abzugrenzen und deinen Raum einzunehmen und tatsächlich auch mal deinen Raum mit deiner Energie zu füllen. Also da kommt man jetzt zu dem Rückschluss, warum für mich persönlich Authentizität so wichtig ist. Weil das gibt mir den Raum, ich selbst zu sein und irgendwo auch sage ich jetzt mal, eine Grenze zwischen mir und meinem Gegenüber zu ziehen. Trotz alledem ist Empathie natürlich etwas ganz Wundervolles, gerade auch in meinem Beruf, warum ich den natürlich auch gewählt habe. Also, ja, passt einfach auch zu meiner Berufung. Also das ist ein ganz wichtiger Teil, die Empathie. Und das ist mir auch wichtig, weil hier, wenn ich mir überlege, um was geht's für mich, aber auch für die ganze Welt, ist tatsächlich dieses Miteinander für mich ganz wichtig, dieses gemeinsame Wachstum wichtig. Und dafür ist es in meinen Augen essentiell, mich auch einfühlen zu können in mein Gegenüber, seine Motivation zu verstehen, seine Absichten zu verstehen. Für mich ist da auch eine ganz große Neugier dabei, wie funktioniert ein Mensch, wie funktionieren diese Verhaltensweisen, diese Mechanismen, warum handelt ein Mensch so, wie er handelt. Und da ist zum Beispiel auch die Frage mit diesem Warum sehr im Vordergrund. Also ich stelle immer wieder für mich auch selber die Frage und auch meinem Gegenüber immer wieder die Frage, warum handelst du zum Beispiel so oder warum denkst du das oder warum fühlst du das? Ja, dieses Warum, kleine Anekdote, hat meinen Vater tatsächlich zur Weißglut gebracht in meiner Kindheit. Also an dieser Stelle, sorry Papa, auf der anderen Seite, es ist tatsächlich eine Fähigkeit und ganz, ganz wichtig für mich und meinen Job, von daher, du wirst mir verzeihen. Und dieses Warum ist einfach auch wirklich so ein Knackpunkt, der dir auch in dieser Empathie helfen kann, die Absicht, die Motivation hinter den Dingen, die die Menschen tun, auch zu verstehen und vielleicht sogar nachvollziehen zu können. Also hier auch dieses, ich weiß nicht, ob dir das, diese Fähigkeit Mimikry was sagt. Das ist die Fähigkeit oder, naja, man könnte es auch Laster nennen, jemanden zu mimen. Also wenn jetzt beispielsweise jemand in einem bestimmten Dialekt mit mir spricht, dann war das für mich früher eine Riesenherausforderung, in meinem Dialekt zu bleiben. Ich habe das dann ganz schnell, kopiert kann es noch nicht mal sagen, sondern adaptiert. Also ich bin da einfach mit reingegangen und habe genauso geredet wie der. Ja? Oder auch diese Grimassen, diese Mimik, diese Gestik. Also hier tatsächlich mein eigenes zu finden, wieder die Authentizität, war für mich eine Herausforderung. Und gleichzeitig ist aber Empathie ein ganz, ganz wichtiger Wert für mich, ja? Persönlich. Der siebte ganz wichtige Wert für mich, den du jetzt schon ein paar Mal gehört hast, ist tatsächlich die Freiheit. Freiheit ist für mich
nicht nur Freiheit, ich kann tun, was ich will, darum geht es nicht, sondern Freiheit bedeutet für mich auch frei zu sein von meinen eigenen negativen Gedanken, frei zu sein von meinen eigenen Emotionen. Freiheit bedeutet für mich tatsächlich Heilung im Sinne von meine Verletzungen zu heilen und immer wieder, immer ein Stück ganzer zu werden. Also da gehört tatsächlich so diese Befreiung, mich unabhängig zu machen von der Meinung anderer, von der Meinung der Gesellschaft oder. Also jegliche Form von Abhängigkeit hier abzulegen, denn Abhängigkeiten, Unfreiheiten stecken dich in ein Korsett, aus dem es ja meines Erachtens gilt, wenn du glücklich sein möchtest, dich zu befreien. Also Freiheit ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Auch tatsächlich die Freiheit eines jeden Menschen, also nicht nur meine, sondern meinem Gegenüber auch seine Freiheit zuzugestehen und zu gewähren. Und hier tatsächlich auch das vielleicht ein Stück weit als seinen Lernprozess zu sehen, erleichtert mir ganz viel, schenkt mir auch die Fähigkeit der Vergebung. Also Freiheit ist so ein Wert für mich, der ist, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass diese Reihenfolge nach Priorität bemessen ist, weil für mich ist jeder dieser 8 Werte gleich viel wert und gleich wichtig. Genau, also die Freiheit ist auch so ein Punkt, so ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist, zum einen mir selber die Freiheit zuzugestehen und auch diese zu leben und immer mehr dafür zu tun, denn Freiheit ist immer mit Eigenverantwortung verbunden, also du kannst nicht frei sein, wenn du die Selbstverantwortung nicht übernimmst. Das ist auch etwas, was ich meinem Kind immer beigebracht habe, also je mehr Freiheiten du möchtest, desto selbstverantwortlicher darfst du werden. Je weniger du die Verantwortung für dich und dein Leben übernimmst, desto mehr muss ich dir quasi als Mutter auch einen Rahmen abstecken. Und was natürlich auch ganz wichtig ist für Kinder, denn sie brauchen Grenzen. Und je älter sie werden, desto mehr dürfen wir schauen, dass wir sie in ihre Eigenverantwortung entlassen. Also wir dürfen es vorleben, wir dürfen sie prägen und nicht erziehen. Also liegt bei mir schon im Wort, ich ziehe an diesem Kind und ziehe ihn vielleicht sogar über den Tisch, ist nicht meine Form der Erziehung, sondern ich gehe eigentlich als Vorbild voran und präge mein Kind durch mein Verhalten und dann darf es mich, also kopieren tut es mich sowieso. Und wenn mir etwas nicht passt an meinem Kind, dann reflektiere ich mich selber. Wo ist dieser Punkt bei mir? Was spiegelt mir mein Kind? Verändere es in mir und dann verändert sich es automatisch auch bei meinem Kind. Heißt nicht, dass mein Kind keine Grenzen hat. Wie gesagt, ganz wichtig, damit er einen Rahmen hat, wo er sich auch festhalten kann, wo er sich auch orientieren kann. Und mit dem Wachstum, wo wir jetzt beim 8. Wert wären, Wachstum, darf hier die Freiheit immer mehr werden und gleichzeitig aber auch die Selbstverantwortung. Genau, dann sind wir wie gesagt schon beim 8. und letzten Wert, aber ich habe jetzt mal so 8 Werte. 8 ist so eine Zahl, die passt ganz gut, wenn es um solche Seelengeschichten wie Werte geht und um so, ja, Grundraster geht sozusagen, da ist 8 immer eine gute Zahl. Mein 8. Wert ist Wachstum und das ist für mich auch ein super, super wichtiger, wenn nicht sogar der Grundaspekt oder Grundwert für mich in meinem Weltbild, warum ich überhaupt hier bin auf Erden, also warum ich als Seele sozusagen hier mich als Mensch inkarniert habe, um zu erfahren, um zu wachsen, um Lernerfahrungen zu machen und ja, das, was ich weiß, was ich bin, die Liebe, die Freiheit und so weiter, tatsächlich auch spüren zu können in all seinen Facetten. Deswegen ist es ja auch wichtig, auch diese Schattenanteile anzunehmen und zu lieben, denn sie helfen uns ja überhaupt erst in dieses Licht zu kommen. Ohne die wird es nicht gehen.
und dieses Wachstum tatsächlich ja tagtäglich, also mich immer weiterzuentwickeln, immer ja ein Stück mehr zu dem zu werden, was ich schlussendlich sein möchte. Und da sind wir auch genau bei einem ganz wichtigen Punkt. Diese Werte heißt nicht, dass ich die jetzt schon alle zu 100% erfülle, weil 100% in meinen Augen bei solchen Werten, wie ich sie mir aufgestellt habe, gar nicht möglich sind. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich nicht am Ende ankommen. Und da ist halt tatsächlich der Weg das Ziel. Sondern es geht darum, okay, das ist mein Anspruch oder mein Wert. Das ist dieses Ziel, wenn du so willst. Und ich stehe jetzt heute hier und ich möchte gerne jeden Tag ein Stück mehr an diese, also möchte diese Kluft immer schmaler werden lassen. Also ich möchte gerne jeden Tag daran wachsen und ja, hin zu dieser besten Version meiner selbst, wenn du so willst. Also das heißt, diese Werte, wenn du dir mal überlegst, was für dich Werte sein könnten, heißt es nicht, dass du das schon haben oder können musst, sondern du darfst dahin wachsen. Du darfst jeden Tag ein Stück mehr dich selbst entfalten, noch mehr hier in diese Motivation und in die Absicht gehen und hineinwachsen, ja? Genau. Und damit hast du tatsächlich dann auch gleich eine Motivation, die dir von innen heraus, also es ist nicht so eine Karotte, die vor der Nase hängt, sondern das ist wirklich etwas, was von innen heraus dich motivieren kann, dich aufstehen lassen kann, dich, auch wenn es ja mal nicht so easy ist, auch wenn es mal einen depressiven Tag gibt oder einen lazy, also einen faulen Tag oder so, dann kannst du trotzdem hier an diesen Werten, vielleicht an einem anderen, feilen. Und oft sind genau diese destruktiven, negativen Tage die Tage, wo du nochmal ganz was Wichtiges erkennst in Bezug auf einen dieser Werte und wo du hier tatsächlich nochmal einen ganz, ganz starken Switch machen kannst, um hier nochmal glücklicher zu werden in deinem Leben und vielleicht alten Ballast, alten Schmerz zu heilen und hinter dir zu lassen. Gut, vielen Dank, dass du so aufmerksam zugehört hast. Teil mir gerne deine Werte in den Kommentaren unten mit. Und sag mir auch gerne, was du von meinen Werten hältst. Freue ich mich riesig. Genau, und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Schau einfach mal, wenn du möchtest, hier, was sind deine, also was ist spontan, welche Wörter sozusagen, welche Schlüsselwörter fallen dir spontan ein, was du sagst, okay, das wären meine Werte und dann erst geh in die Tiefe und schau mal, was bedeutet das eigentlich. Also so wie wir es jetzt gemacht haben, wie ich es dir erzählt habe, ich sage dir ein Schlagwort und dann gehe ich in die Tiefe und sag dir, was das bedeutet. Und wenn du gerne möchtest, dann mach das gerne für dich. Und du wirst merken, wie tatsächlich ganz vieles in dir zum einen aufgeht und zum anderen sich verzahnt und du vieles von dir selber mehr verstehen lernst. Warum bestimmte Dinge dir vielleicht im Leben widerfahren sind, warum bestimmte Dinge von dir so gehandhabt werden, wie sie gehandhabt werden. Und wenn du dir diese Werte, diese 8 wichtigsten Werte mal aufschreibst und hier beleuchtest und damit arbeitest, damit richtest du dich und dein Leben auf Glück aus. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Übung. Ich hoffe, ich konnte dir den ein oder anderen erhellenden Moment schenken, dich vielleicht ganz tief im Herzen berühren. Das würde mich sehr persönlich sehr freuen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Und teile gerne auch dieses Video, denn ich finde, in unserer Gesellschaft ist es ganz wichtig, dass wir neue Werte etablieren. Man braucht ja nur mal rauszuschauen,
glaube ich, wäre sinnvoll, wenn ein paar Menschen mehr sich überlegen würden, was sind denn tatsächlich meine Werte und was, also sind die auch gut für mich im Sinne von, machen sie mich glücklich, dienen sie vielleicht auch uns allen. Und ja, wenn da der ein oder andere sich mehr Gedanken drüber machen würde, glaube ich, können wir in unserer Gesellschaft auch wieder mehr zusammenwachsen und vielleicht einen großen Schritt vorankommen. Also teile gerne dieses Video mit Freunden, Familie und ich danke dir von ganzem Herzen, dass es dich gibt und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis ganz, ganz bald. Bye, bye.